Ich bin einfach stolz, wenn ich das Deutschland-Trikot anziehe und auf den Platz gehe. Das ist ein unbeschreiblicher Moment und es macht mich einfach glücklich und ich bin unendlich dankbar. Papa hat uns natürlich den Ball in die Wiege gelegt, sowohl mein Bruder als auch mir. Er wusste, dass ich Fußball von Herzen liebe. Er hat das von Anfang an gesehen. Meine erste Erinnerung an Fußball ist, als ich meinem Bruder gefolgt bin und immer mit den Jungs Fußball spielen wollte. Ja, also die größte Herausforderung für mich war, meinen Bruder davon zu überzeugen, dass er mich mitnimmt auf den Bolzplatz. Aber nach einigen Wochen, Monaten, wir waren eine Mannschaft. Erster Gedanke an mein erstes Spiel, da habe ich das erste Mal meinen Papa weinen sehen. Er war so stolz und hat mich einfach in den Arm genommen. Er konnte gar nichts sagen, er musste mich einfach nur umarmen. Und das ist so ein Moment, den ich auf keinen Fall vergessen werde. Es ist wie meine Heimat hier. Halbfinalspiele sind in Lyon, das Finale auch. Das wird ein Riesenanreiz für mich. Ja, es ist natürlich ein sehr, sehr schönes Gefühl, dass man als Vorbild angesehen wird. So bewusst ist es einem gar nicht, also mir persönlich nicht. Aber klar, wenn ich dann die Kinder dann nach dem Spiel sehe und in die Augen schaue, ist das natürlich ein wunderschönes Gefühl.